Weißt du, dass es am Berliner Schloss eine kleine Kuriosität zu entdecken gibt? 2021 öffnete das auch als Humboldt-Forum bekannte Schloss seine Tore. Komm mit und lass uns das kleine Geheimnis finden. Wir starten an der Spreeseite mit seiner modernen Fassade. Gehen weiter Richtung Westen, vorbei an der barocken Replika und kommen schließlich zur Nordseite mit seinem berühmten Portal 4. Schauen wir uns das Portal näher an. Aber nun wird es kurios. Folge mir. Sieht aus wie Portal 4. Wieso gibt es das zweimal? Gehen wir zurück in das Jahr der Reichsgründung, als der König von Preußen zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Nach dem Tod seines Vaters folgte Wilhelm II. 1888 auf den Thron. Er wählte das Berliner Schloss zu seiner ersten Residenz. Es heißt übrigens, dass er die kalten Wintertage lieber im warmen Hotel Adlon mit seiner modernen Zentralheizung verbracht hätte. Und nun, das alte Portal 4. Es folgten friedliche Jahre, die später als die gute alte Zeit verklärt wurden. Bis Kaiser Wilhelm II. Im August 1914 von Portal 4 aus den Massen pathetisch Deutschlands Eintritt in den Krieg verkündete. Das Ende ist bekannt. Deutschland kapitulierte 1918 und Wilhelm II. Dankte im November ab. Etwa zur gleichen Zeit verkündete der Sozialist Karl Liebknecht die Sozialistische Republik. Obwohl es dafür keine Beweise gibt, hält sich der Mythos, dass er dies ebenfalls von Portal 4 aus tat. Viele Jahre später wurde durch die DDR-Führung eine Gedenktafel an das gegenüberliegende Gebäude angebracht, um an diese Proklamation zu erinnern. Zweiter Weltkrieg. Alliierte Bomber flogen einen weiteren schweren Luftangriff auf die Hauptstadt des Dritten Reiches. Vier Tage lang wütete das Feuer im Berliner Schloss und brannte es bis auf die Grundmauern nieder. Allerdings wurde es nicht so schwer zerstört wie die umliegenden Gebäude.
1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Die sozialistische Regierung verachtete Preußens Schloss als Symbol der Monarchie. Schließlich entschied die Führung der Sozialistischen Einheitspartei seinen Abriss. Dort sollte nun ein Aufmarschplatz für Massenkundgebungen entstehen. Zurück zu Portal 4. Zur Erinnerung. Dort hatte Karl Liebknecht 1918 die erste sozialistische Republik ausgerufen. Dies hatte für die DDR-Führung eine solche Symbolkraft, dass man vermutlich deswegen ein komplettes Gebäude für das Portal errichtete. 1962 begannen die Bauarbeiten für das Staatsratsgebäude. Nur noch ein Fünftel der Originalteile waren für die Rekonstruktion des Portals vorhanden. Auch 12 Jahre nach dem Abriss des Schlosses haderte die DDR noch mit der Geschichte Preußens. Also wurde bewusst auf einige Details wie Adler und Krone verzichtet. Fun Fact: Kurz vor dem Ende der DDR schaffte es das sogenannte Rote Schloss mit Portal sogar noch auf den 500-Markschein. Aber bevor er in Umlauf kam, fiel die Mauer. Das Gelände des alten Schlosses war immer noch eine trostlose Betonfläche, auf der hin und wieder Manifestationen oder Paraden stattfanden. Aber in den 70ern sollte Ost-Berlin attraktiver für Touristen werden. Also entstand genau dort, wo einst der Kaiser herrschte, der Palast der Republik. Ein Ort mit Freizeiteinrichtungen, zum Abhängen und gleichzeitig Sitz der DDR-Volkskammer. Im November 1989 fiel die Berliner Mauer. Alles war möglich. Christo und seine Frau Jean-Claude kamen 1995 nach Berlin, um ihr Kunstprojekt Reichstag kurz vor dessen Umbau zu verwirklichen. Ein anderes Gebäude, das im Krieg stark gelitten hatte. Man sagt, Geschichte wiederholt sich. Andere nennen es Karma. Kurz nach der Wiedervereinigung stellte man Asbest im Palast der Republik fest. Während der aufwendigen Sanierung wurde das Gebäude fast bis auf das Stahlgerüst entkernt. Nach langen Debatten um die Zukunft der Bauruine entschied der Bundestag schließlich den Abriss. Und wieder ertönte der Abrisshammer auf dem Schlossplatz. Wenn man von der Schlossbrücke Richtung Schloss läuft und kurz innehält, kann man gut die beiden Zwillingsportale sehen. Welches Portal gehört zu welchem Gebäude? Siehst du die Unterschiede? Gefiel dir das Video?